Servus, Eisner. Servus, Marek. Der von der U-Bahn-Aufsicht sagt, der Täter war ein Jugendlicher. Ungefähr im gleichen Alter. Zuerst hat er niedergeschlagen, dann hat er ihm die Kehle aufgeschlitzt. Ich glaube, da wartet jemand auf die. Servus. Wie geht's da? Was machst du da? Ich hab auf dich gewartet. Wieso? Ist ja kein Sexualdelikt. Was hat denn die Sitte damit zu tun? Hat der Rauter dir nichts gesagt? Nein. Er hat gemeint, du hast ein Herz für kaputte Polizisten. Hat er gemeint? Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass du. Nicht böse sein, Bibi, aber ich habe um einen neuen Assistenten angesucht. Wir sind hier in der Sonderkommission. Weiß doch jeder, dass du. Dass ich was? Bibi, willst du dir nicht lieber eine Auszeit nehmen? So viel Auszeit, wie ich brauche, kann ich mir gar nicht nehmen, dass es was nutzt. Dann gebe ich dir einen guten Rat als Freund. Geh in Pension. Der Dreher ist recht durch. Außerdem bin ich doch gerade erst 50 geworden. Dann ist die Assistentin öfter wie der Chef. Und? Was ist jetzt?